So, hi und hallo mal wieder. Ja, ihr habt richtig gelesen und ja, ihr seht richtig. Und einige von euch sagen sowieso, ja, endlich mal wieder Fußball. Booster. Ja, ich habe ja reichlich Multipacks. Natürlich von die brandneuen und aktuellen Match Attack Bundesliga 2021. Das sind die Multipacks für 5 Euro. So, es gibt 3 limitierte Karten, also 3 verschiedene limitierte Karten in Multipack kann man kriegen. Deswegen öffne ich in diesem Video 3 Multipacks. Vielleicht habe ich ja Glück und kann euch alle 3 limitierten Karten zeigen. Warten wir es ab. Deswegen wird das Video etwas länger gehen, aber nichtsdestotrotz fangen wir jetzt direkt mal an. Und ja, auch in diese Multipacks sind Sky-Tickets. Genau wie bei den Stickern-Boostern, da sind Codes drin. Die muss man dann einlösen. 2 Codes war einmal Bundesligaspiel sehen, Autorennen oder irgendwas. Also man musste immer 2 Multipacks auf jeden Fall haben, 2 Codes eingeben, dann konnte man bei Sky eben gucken. Aber nichtsdestotrotz, ihr seht es schon, 4 normale Booster in Multipack. Ein Booster mit limitierter Karte, die kommt natürlich erstmal an die Seite. Ist also genau das gleiche oder dasselbe wie in der Blister, die ich schon angeboxt habe. Also hat sich da nicht wirklich was getan. Aber wird es auch sowieso nie. Das Einzige, die haben den Preis nicht erhöht. Das ist schon mal ein Vorteil für alle Boosterkarten, Freunde, Sammler. Aber das wisst ihr ja. So, immer sofort separieren. Da das hin. Limitierte Karten. Also, ich habe hier 3 Booster mit limitierte Karten. Ich hoffe, dass ich 3 verschiedene hier drin finde und euch zeigen kann. Aber nichtsdestotrotz mache ich dann natürlich erstmal 12 normale Booster auf. Ich zoome mal ein bisschen rein. So, so müsste es passen. Hoffen. Und fangen wir direkt mal an. Es sind ja 5er Booster in den Multipacks drin. Das ist für das Online-Spiel. Wie gesagt, da schreibt ihr mir auch zu, ob ich das euch mal zeigen soll, mit den ganzen Codes eingeben. Schreibt ihr mir das, ihr wisst, dann mache ich das, auch wenn ich kein Fan davon bin. Aber nichtsdestotrotz fangen wir jetzt direkt mal an mit den Bundesliga 2021 Karten. Und ja, einige von euch haben ja mein Starterpack Booster Video gesehen. Fanden das richtig witzig, weil ich eben zu viele davon habe. Ich habe noch mehr davon. Aber ich habe es ja auch gemacht, dass ich alle legendären Karten schon besitze. Ja, Online-Code. Und wie gesagt, ihr schreibt mir auf jeden Fall alles in die Kommentare. Wie findet ihr die Serie? Was haltet ihr davon? Habt ihr sie selber? Sammelt ihr sie? Und wenn ja, seid ihr so Verrückte? Wie voll ist euer Sammelalbum schon? Viertel, halb, dreiviertel oder sogar voll? Weil mir hat einer schon geschrieben, er ist schon kurz vor voll. Bis auf ein paar limitierte Karten, die noch rauskommen werden. Ihr wisst es ja, in Tindosen und sowas gibt es ja die limitierten Karten. In Adventskalender sind ja auch wieder andere limitierte Karten. Also limitierten Karten alle zu kriegen, ist wirklich schwer, nicht aber intensiv und man muss Geld ausgeben, das dazu. Aber trotzdem schreibt ihr natürlich alles weiterhin in die Kommentare wegen dieser Serie. Bin ich echt gespannt. Und wie gesagt, ihr kennt mich ja, Match Attack Bundesliga 2021 Saison. Ich versuche natürlich irgendetwas unter ein Video zu verlinken. Sicher, bequem ist es immer. Aber ich versuche dann natürlich, wo auch der Preis stimmt, es könnte eine Mini-Tin-Dose sein, die große Tin-Dose, Multipacks. Also da müsst ihr selber immer schauen. Sicher, bequem ist es immer. Günstiger, wie gesagt, müsst ihr selber immer schauen, ob das für euch passt. Aber Multipack und Blister, 5 Euro Standard, wisst ihr auch. Coole Karte, aber nur ein Starspieler. Ist nicht wirklich sehr hochwertig.
kommt natürlich in die Mitte. Aber nichtsdestotrotz, viele fragen ja schon wieder nach, warum ich eigentlich nicht auf die Spieler eingehe oder auf die Vereine. Oh, was ist das denn? Was ist das denn? Hier steht nichts von limitierte Karte. Nein, ist ein normaler Booster. Ihr seht es selber. Ach, Mittelfeld. Ach, ist ja auch keine limitierte. Aber hat mich jetzt rentiert mit den Bilderrahmen. Ah, die lege ich mal ganz weit nach. Ist doch eine limitierte Karte. Ich bin jetzt komplett perplex gewesen. Ich habe es nur Mittelfeld gesehen, aber hier unten nicht als limitiert. In ein normales Boostertütchen. Das ist natürlich jetzt richtig perfekt, dass ich euch da... Ah, das ist eine absolute Fehlverpackung gewesen. Und das ist für mich cool. Und ich habe jetzt eine. Bin ich ja mal gespannt. Das sind hier die drei limitierten Kartenbooster. Wie es weitergeht. Also, da schreibt ihr mir auch mal in die Kommentare. Habt ihr auch schon so eine Fehlverpackung gehabt? Dass ihr eben eine limitierte Karte da drin hattet, wo eigentlich keine drin sein sollte. Aber es werden ja teilweise immer nur die Booster da rein, die werden ja produziert, in Display rein und dann Multipacks, Blister davon gemacht. Vielleicht ist ein Tütchen rübergerutscht und zu mir in das Multipack. Und das ist richtig gut, wie ich finde. Aber nichtsdestotrotz, schreibt ihr mir natürlich weiterhin alles in die Kommentare. So, und jetzt nochmal drauf zurückzukommen. Viele schreiben mir, warum gehe ich auf den Spieler nicht ein oder auf den Verein? So, das habe ich noch nie gemacht, seit ich Bundesliga, Champions League, Extras, alles unboxe. Habe ich noch nicht. Aus diesem Grund habe ich das in so vielen Videos schon gesagt, weil der eine mag diesen Verein lieber, der andere mag diesen Verein lieber, der andere diesen. Kann ich also nicht da ein paar Sekunden von schwatzen, von davon, warum das nicht? Der eine zum Beispiel mag diesen Verein absolut lieb. Oh, schaut mal. Hallo, was ist denn das vom Boostertütchen nochmal? Guckt mal. Ja, nicht hier, Dingens hier. Ah, legen wir mal hier hin. Aber ist schon mal cool. Ein cooles Boostertütchen jetzt in letzter Zeit gewesen. Aber ist ja auch Multi... Aber warum da eine limitierte drin ist? Das ist absolut eine Fehlverpackung. Müsste das sein. Aber wer es natürlich genau weiß, schreibt es mir sowieso in die Kommentare. Ich weiß es. Dann kommt wieder, du hast keine Ahnung, das sind so. Aber das stört mich alles nicht. Ich kann letzte Zeit über die Boosterkarten der Match Attacks, Champions League oder sowieso nicht viel mitreden, weil das im Moment nicht so... Meins ist, seit voriges Jahr, seit Corona, gebe ich offen und ehrlich zu, das seht ihr auch selber auf meinem Kanal, dass ich nicht so viele aufmache vor die Kamera. Ich kann es machen, wenn ihr gerne davon noch mehr sehen wollt, schreibt es mir in die Kommentare. Kann, tue ich alles, aber es gibt so viele andere Sachen, Comics, Magazine, Wundertüten bei mir auf dem Kanal, die viel besser ankommen, dann bleibe ich auch erstmal dabei. Aber trotzdem, Match Attack, Bundesliga, 2021 Saison, ich bin damit angefangen. Ich möchte meine Sammelmappe voll kriegen. Das wisst ihr. Das wird auch passieren. Auch wenn ich sie nicht vor die Kamera alle öffne. Ah, ups. Ups. Ah, es sind teilweise schöne Karten doppelt. Aber die limitierten mit den Bilderrahmen. Es ist witzig gemacht. Meine persönliche Meinung. Es ist wirklich witzig gemacht. Konnte ich jetzt nicht lange in der Hand halten. Einige werden wissen, warum. So, ich werde aber jetzt mal ein bisschen weiter wegzoomen. So, dass ihr alles hier im Blick habt. Es könnte ja jetzt plötzlich noch weitere hoch. Preisige Karten auftauchen. Ah. Ja, ich sehe es auch an sich. So viele habe ich ja vor die Kamera noch nicht aufgemacht, auch privat noch nicht. Es sind nicht sehr viele Doppelte dabei. Das dazu. Das ist schon mal für mich auf jeden Fall gut. Ich kann meine Sammelmappe weiterhin bestücken. Kann ich vielleicht demnächst mal wieder
ein Sammelmappen-Update machen von die neue Saison. Da bin ich echt gespannt, wie voll sie ist. Eine legendäre mal wieder, die ich aber schon habe. Das war ja aus diesen Starter-Packs. Richtig cool. So, jetzt kommt das letzte normale Booster-Tütchen aus den drei Multipacks. Dann noch die drei Booster mit den limitierten Karten. Und wenn überall eine drin ist, habe ich in drei Multipacks vier limitierte Karten gehabt. Und das ist für mich auf jeden Fall perfekt. Ah, jetzt sind aber einige Doppelte dabei. Ihr habt es, glaube ich, jetzt selber gesehen. So, und jetzt kommen die drei limitierten Boostern aus den Multipacks. Alles weg, alles weg, alles weg. Nur die limitierte Karte. Ich zoome ran. Da. So, ich werde euch natürlich die Karten zeigen. Der Code natürlich dann weg. Und Standard-Boosterkarte weg. Nächste. Ups, sind nur zwei geworden, aber ist ja egal. Und ihr seht jetzt schon, limitierte Karte. Tada. Perfekt. So kann es natürlich weitergehen. Zweite Boostertütchen. Und aufpassen, so von hinten. Code. Da ist keins bei. Doch, wollte ich sagen. Da. Und jetzt. Ah, Starspieler, naja. Limitierte Karte, tadat. Jawohl. Ihr seht schon, drei verschiedene schon mal. Das passt perfekt. Dritte und letzte Boostertütchen mit der limitierten Karten. Entschuldigung, aus meinem dritten Multipack. Ich habe ja drei Stück aufgemacht. Wollen wir jetzt mal schauen, was jetzt so alles kommt. Und, oh, da ist etwas hochwertig, glaube ich. Ah, ja, so hochwertig ist die auch nicht. Schönes Motiv, schöne Bildgebung. Und ihr habt schon gesehen, eine Doppelte. Also, ich habe drei Multipacks aufgemacht, vier limitierte Karten gefunden, drei verschiedene, wie ihr seht, aber nichtsdestotrotz, ihr wisst, ich werde irgendwas über die Major Tags Bundesliga 2021 Saison unter ein Video verlinken. Ihr schreibt mir alles in die Kommentare, wie ihr die Serie findet. Sammelt ihr die? All das könnt ihr, sollt ihr posten, kommentieren. Ihr wisst es auf jeden Fall. Und das Wichtigste ja sowieso, bleibt gesund, ihr und eure Familien. Und dann sage ich wie immer, bis demnächst, guckt hin und schaut zu.